Mit dem Klimawandel werden Hitzeperioden häufiger, länger und heißer. In Städten ist die Hitzebelastung besonders groß, wegen der vielen versiegelten Flächen, die die Sonnenstrahlung absorbieren und damit die Umgebung aufheizen. Deshalb sind die bebauten Gebiete in der Stadt oft um einige Grad heißer als im begrünten Umland. Gerade für ältere Menschen, Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Kleinkinder sind die Hitzetage eine große gesundheitliche Belastung. Deshalb wird es immer wichtiger, dass sich städtische Quartiere an zunehmend extreme Wetterbedingungen anpassen. Das Forschungsprojekt EXTRAS möchte die Anpassung von deutschen Groß- und Mittelstädten gegenüber Hitze und Starkregen, insbesondere in Potsdam, Remscheid und Würzburg, verbessern. Wenn man nach Würzburg kommt, sieht man eine schöne Stadt, eine lebenswerte Stadt. Aber Würzburg ist auch sehr stark betroffen und wird betroffen sein von dem Klimawandel. Sie gilt als Hotspot des Klimawandels in der Region. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir eine stark ausgeprägte urbane Wärmeinsel haben. Also wir befinden uns in einem Talkessel und der heizt sich einfach stärker auf. Der Stadtkern heizt sich auf und das kann bis zu 7 Grad ausmachen. Sie sehen ganz eindeutig der Marktplatz. Wir sind hier am heißesten Ort in Würzburg. Es ist eine maximale Versiegelung, es gibt keine Vegetation. Alle Oberflächen sind zu, strahlen Wärme ab. Wenn Sie an so einem Sommertag jetzt so eine schwarze Asphaltoberfläche, wenn Sie da so einen Quadratmeter nehmen, dann ist die Wärmerückstrahlung ist vergleichbar mit so einem kleinen Heizlüfter. Ungefähr 1000 bis 1400 Watt kann da an Wärmestrahlung eben von einem Quadratmeter zurückkommen. Da können Sie sich ja gleich ausrechnen, wie groß so ein Marktplatz ist und wie viel Wärme da dann eben zurückgestrahlt wird. Man muss sich die Innenstadt so vorstellen, das ist im Prinzip zum Großteil eine Bebauung aus den 50er und 60er Jahren, aus der Nachkriegszeit, die aber auf einem mittelalterlichen, sehr engen Stadtgrundriss wieder entstanden ist. Das sind natürlich ideale Bedingungen dafür, dass sich dort die Hitze hält. Und mit dieser räumlichen Enge müssen wir eben umgehen. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir nicht nur den klassischen Klimaschutz betreiben, also die Reduktion von CO2-Emissionen, sondern auch zu schauen, wie können wir die Temperaturentwicklung in Würzburg verbessern, beziehungsweise wie können wir die Hitze reduzieren in der Stadt und für die Menschen Rückzugsräume schaffen, kühle Orte schaffen, wo man sich aufhalten kann, auch in einer heißen Zeit. Das Thema Stadtgrün ist ein ganz besonders wichtiges Thema, wenn man über Klimaanpassungen in Würzburg redet. Das Schöne am Stadtgrün ist, dass es immer multifunktional ist. Also Stadtgrün hilft dabei, Wasser zurückzuhalten. In einer Zeit, wo die Niederschläge auch immer unvorhersehbarer werden. Stadtgrün entlastet nicht nur das Klima, was wir ja anstreben, sondern auch den Menschen. Es hat einen psychologischen Effekt. Es ist gut für die Menschen, sie entspannen, wenn sie sich in einer grünen Umgebung bewegen. Stadtgrün bietet Lebensraum. Also ich würde sagen, die letzten 2-3 Jahre ist es schon relativ heiß in Würzburg geworden. Oder es ist heiß, wenn du im Sommer hier bist. Die Luft steht, die ist sehr drückend. Und das ist halt mein kleiner Bereich, wo ich was tun kann. Also für den ich was tun kann, eben dieses Kleinklima, was wir hier haben. Ich bin so ein bisschen Hobbygärtnerin und ja, ich mache das total gerne, leidenschaftlich auch, pflanzen und in der Erde rumbuddeln und so ein bisschen was bewegen. Und es ist auch ganz wichtig, dass das Ganze belebt ist, weil wenn du hier nur Blumen hast, wie Geranien zum Beispiel, dann ist das Ganze tot. Das ist zwar schön nett anzugucken, aber es soll sich ja auch entwickeln, es soll ja auch leben. Und wenn das jeder machen würde, wenn jeder gucken würde, wo habe ich so ein bisschen ein Eckchen, wo kann ich was Grünes anpflanzen? Natürlich sind unsere Bäume oder unsere Pflanzen jetzt hier nicht weltbewegend für das Klima, aber ich halte es für wichtig. Jetzt sind wir im Ringpark. Der Ringpark ist halt eine der wichtigsten Grünflächen für Würzburg. Und Sie merken es ja auch, dass es kühler ist. Ich finde, man merkt auch eine andere Luftfeuchtigkeit. Es ist viel angenehmer hier. Also das werden Sie, denke ich, bestätigen. Circa 200-300 Liter Wasser kann so ein Baum am Tag unter Optimalbedingungen verdunsten. Das ist dann halt eine Kühlleistung von 5 Kühlschränken sozusagen, die so ein Baum leistet für die Stadt. Seit
eineinhalb Jahren haben wir das Projekt Stadtlich Grün. Das ist eine große Kampagne mit unterschiedlichen Teilen zum urbanen Grün in Würzburg. Hintergrund ist einfach der, wir wollen mehr Grün in die Stadt bringen. Und das können wir nicht alleine, sondern dafür brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger auch. Und zum einen möchten wir mit Stadtlich Grün natürlich zeigen, was wir selbst als Stadt für das Grün machen, also unsere Grünflächen und Maßnahmen vorstellen. Zum anderen ist es so, dass wir die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, wenn sie was tun, nämlich finanziell und auch mit Beratung zum Thema Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, aber auch sowas wie Urban Gardening Projekte kann man über uns finanziell fördern lassen. Ein Projekt, das im Rahmen von Stadtlich Grün entstanden ist, ist auch der Klimarundgang. Und zwar versuchen wir in diesem Rundgang, diese wenig greifbaren, intransparenten Prozesse, Klimawandel, Klimaanpassung, etwas, das ich jetzt nicht unmittelbar spüren und erleben kann, versuchen wir mit diesem Rundgang sichtbar zu machen, indem wir eben zeigen, wie sind die Temperaturverhältnisse schon jetzt in unserer Stadt. Das kann man nämlich schon spüren, wenn man von Ort zu Ort geht. Wenn man sich mit Klimaanpassung eben beschäftigt, kann man das als Stadtverwaltung planerisch tun. Hier haben wir einige Instrumente entwickelt, wie beispielsweise eine Klimafunktionskarte und auch mikroklimatische Analysen, die wir durchführen. Das ermöglicht uns, dass wir erfassen können, wie die klimatische Situation in Würzburg ist, wie das Überwärmungsrisiko in den verschiedenen Bereichen der Stadt ist und können daraus dann zielgerichtete Maßnahmen entwickeln, wie wir beispielsweise dann in einer nachhaltigen Stadtplanung und Stadtentwicklung das umsetzen können. Es gibt in der Innenstadt sehr viele kleinräumige grüne Flächen, wo man Bäume pflanzen kann. Es gibt die versiegelten, aufgewärmten Hinterhöfe, die nicht wirklich genutzt werden als Lebensraum, sondern als toter Raum, um Fahrzeuge abzustellen. Das ist ein riesiges Potenzial. Dann kann man sein Gebäude außen begrünen. Ja? Wenn ich die Grundfläche von einem Gebäude ist sehr klein, aber wenn ich die Wände zu allen Seiten und das Dach nehme und das begrüne, ist das das vier- oder fünffache von der Grundfläche. Da kann man sehr viel machen auf sehr kleinem Raum. Ich sage da auch immer gerne, wir alle sind die Stadt. Also es ist nicht nur die Stadtverwaltung, sondern die ganze Stadtgesellschaft. Wir müssen zusammen an einem Strang ziehen, weil nur so kann es dann auch gelingen, dass wir den Klimawandel meistern.